Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ja, zuletzt war es hier ein bisschen stressig im vergangenen Video. Es gibt viele Videos tatsächlich bis jetzt Nein. in der Reihe, in denen es ein bisschen stressig war. Warum kriegst du jetzt in diesen Verschlag hinein? Was soll das? Nur weil ich Stress gesagt habe. Ich dachte, das wäre was zum Sammeln. Ja, das passiert des Öfteren. Man möchte etwas öffnen und dann öffnet man leider nur eine Luke. Nun, wie dem auch sei, wir haben hier so ein kleines bisschen Trouble gehabt im letzten Video. Auch mehrmals den gleichen. Wenn du richtig schneidest, dann klappt es beim ersten Mal. Wenn ich, ja, also im Idealfall habt ihr das im letzten Teil überhaupt nicht gesehen, weil ich einfach ganz, ganz toll geschnitten habe und völlig professionell das Ganze umgangen habe. Egal. Jetzt geht es hier darum, wir haben uns gerade eine Mission schon auf der Karte markiert. Wir sind auch schon in deren Richtung unterwegs. Da, wo wir vorhin aus Versehen waren, als wir diese lila Krone da verfolgt haben. Ah ja, genau. Und da sind wir ja tatsächlich zufällig auf diese Mission gestoßen. Ja, und jetzt, ah ja, genau, die hätte ich vorher fast angesprochen, die Frau. Das wäre ja mal gar nicht gegangen. Und hier ist Bambus. Oh ja, Bambus, wir üben. Das ist ja leicht. Ist ja nochmal leicht. Wieso kriegst du nur die ganzen leichten Sachen? So leicht ist das gar nicht, ne? Verdammt. Aber den letzten angeschnitten, ne? Was ist denn hier los? Ist schon viel. Leicht. Das ist viel schwieriger, weil du ja hier die X zählen musst. Ja, es sind 1, 4. 3, 4. Jetzt. Geil, ne? Ist doch schön. Auch das wird so zurechtgeschnitten, dass es beim ersten Mal klappt? Ach nö, das ist ja die 30 Sekunden. War Spaß. Ja, natürlich. So, jetzt breche ich erstmal ein. Wenigstens hat man solche Knopfkombinationen nicht bei irgendwelchen Herausforderungen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das wäre ja schlimm, ey. Was ist hier? Das geht, da geht's unters Haus. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt bei dem einen oder anderen Haus. Hier ist es hübsch. Ich würde am liebsten hier mal bleiben, ein paar Tage ausruhen. Ja, genau, so lange machen die Mongolen halt ihr's, ne? Die machen das sowieso, die haben ja ihren Fortschritt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben in so kurzer Zeit. So viele Städte zu belagern und so viel zu bauen. Hallo. Anata mo Azamo-sei no gokasei ni? Kiita koto ga nai na. Hyakushou to ryoushi ga Mōko to tatakau tame ni kettaku shita no desu. Watashi wa Keiko o makasare mashita. Sore wa isamashii na. Keiko no shubi wa ikani? Sore ga toki o sugite mo dare mo arawarezu, sagashi ni mairou ka to. Doko o itasou? Ich glaube, Jin muss lernen, auch mal Nein zu sagen. Nein. Ich glaube, das wird in dem Spiel nicht vorkommen. Ich muss jetzt woanders hin. Nein. Ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Ich habe noch eine Hauptmission. Wir sind ja selber schon ein bisschen hierher gekommen. Ja. Aber ist auch alles in Ordnung. Ich sage es erneut und ich weiß, dass ich mich da wiederhole. Die Nebenmissionen sind ja auch alle so schön ausgestaltet. Da macht es absolut nichts, wenn man sich diese auch zu Herzen nimmt und diese auch bearbeitet. Warum? Ach so, hier, wir machen, was wir wollen, ne? Und rumtritt den ganzen Tag. Ui. Das hat schon die ganze Zeit gebrannt. Ich aber echt, schon natürlich. Gesehen. Steht es nicht sogar auf der Karte in Flammen? Ich hätte ihn jetzt über den Zaun springend, hätte ich ihn. Meine Energie schlecht. Fängt er schon wieder an, seinen Spruch hier? So, 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 so. So. Wen will sie damit spielen? Wenn ich 4 oder 5 besiegt habe, hat sie nicht mal einen geschafft. Sie ist ja auch eine Frau. Ey. Oh, Entschuldigung. Nein, das war natürlich Spaß. Wir haben ja auch schon gesehen, insbesondere in einem interessanten, ich möchte es mal Bossfight nennen, dass Frauen auch durchaus gut kämpfen können. Ja? Auch wenn diese es jetzt hier
nicht getan hat. Was? Nee, das, oder? Entschuldigung, ich verliere die Frau. Ich glaube, ihr Pferd ist deutlich schneller. Nee. Ja, meins war halt woanders, Entschuldigung. Ich glaube, rufen wäre schneller gegangen, ne, als hinzurennen. Es wäre nicht gekommen, wenn es zu nah steht dann, und du rufst, dann kommt es nicht. Weil es ja schon da ist. So, jetzt stelle ich dir jetzt den Ja, bewahrt Ruhe vor einem Kampf und schon rennt sie los. Ist sauer, ne? Ist ein bisschen wie Masako, ja? Du könntest sie von hinten meucheln. Zumindest mal den. Ja, den. Oder so. Links? Ja, mach was du willst. Ja. Den dicken hier. Ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat. Kunais werfen wolltest du, glaube ich. Kann man die muten? Ich glaube nicht. Guck mal an, die hat auch eine Energieleiste. Jetzt muss er auch noch gucken, dass hier nicht getötet wird, oder? Du hast sie jetzt nicht selber verletzt, oder? Also es hat ihr keine Energie abgezogen. Okay. Es sah aber nicht so schön aus. Wo ist sie denn jetzt? Sitzt aber nicht schon wieder auf dem Pferd, oder? Nicht. Ich hab's gar nicht geschafft. Frau. 焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御仕方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず。そういたします。 Ja, das ist ja das auch im Ehrenkodex des Samurai. Dass man Gefühle beherrschen muss. Ja. Oh, du bist ja so lieb. Guck mal. Für Tsushima haben wir wieder eine Kleinigkeit erledigt. Hast du gesehen? Ja. Wie süß. Oh mein Gott, aber so putzig. Ja. Zu viel für mich. Tarntalisman. Du bist so ein feines Pferdchen. Und ich habe vorhin vergessen, wo du bist. Wie du aussiehst. Also, die sahen beide gleich aus, die Pferde, glaube ich. So, jetzt sind wir hier. Was machen wir jetzt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir wollten uns ja mal dem Kenji widmen. Der hatte nur 3 Missionen. Ich habe nur ein bisschen Angst auf dem Weg. Obwohl, wir können Schnellreise machen, ne? Oder? Schnellreise machen. Dann machen wir mal dahin Schnellreise. Ich habe ein bisschen Angst, dass auf dem Weg zur Mission dann wieder irgendwas kommt. So 6-7 Vögel. Und der hat mir gefallen. Der war ganz, ja, ganz, der war ein netter Typ, ja. Der Sakemann. Da kann man sich auch ruhig mal ein bisschen mit aufhalten. Deswegen gehen wir jetzt an diese Mission ran. Er ist in 290 Metern, steht da schon seit Stunden und wartet auf uns. Ich soll er auch machen allein. Ja, wahrscheinlich ist er dicht. Tage. Oh nein. Nein. Liebe. Echt? Ja. Bist doch nicht ganz da, da vorne. Wo ist er denn? Da.
Sakai-sama! Hallo! Warte mal, da hinten ist noch jemand. Ich spreche mal schnell mit dieser Person. Wer weiß, ob wir am Ende der Mission wieder hier sind. Ui. Ich glaube nicht, dass wir wieder hier sind. Wahrscheinlich irgendwo im Nordosten der Karte.怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あのうちつねこの超級お守る神だそうですよ。少し休め。俺がそのおとこの正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる方針に。うちつねこの呪いには用心してください。 Ja. Es ist wieder eine Mission. Ja, naja. Sprengpfeil und ein Langbogen. Das ist natürlich interessant zu haben, ne? Aber jetzt machen wir trotzdem erstmal Kenji hier, ne? Das dauert noch, bis wir das machen, ja? Ja. Obwohl ein Langbogen schon toll wäre. So. Kenji ist woanders. War doch hier, oder? Nee, der ist weiter vorne. Also wieder zurück im. Oder? Ist er hier? Ah, da. Hey! Sakai-sama! Oh, er ist schon. Sakai-sama! Da ist er. Den haben wir schon rekrutiert, obwohl wir es gar nicht sollten. Was hat er gesagt? Ja, ja! Nichts. Ashira no Meshi wo ubauen des yo. Kome kuri sakana, subete motte karete mo harapeko. Ashira da? Omae no hatake nano ka? Anata no kotoba ga wasurerare nakute. ここの 100 章の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。 Das fällt schwer in Ernst zu nehmen. Ja. Sollen wir mal den Hut abnehmen? Finde ich nicht mehr schön. Der Hut ist jetzt das Problem. Ja. Nach der Mission, ja? お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで、奴らを食わせるために頑張りましたよ。 そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてから。どこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。Scheint eher so, als sei vor den Mongolen gar nichts sicher, ne? Sogar mitten im Wald hausen sie. Was ist dein Problem? Ist bestimmt Sake drin. Und gärt da vor sich hin. もうこにある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。おない。だからやべるとしてんじゅすファスト。お前が策だ。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺より勇ましいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽もうこの野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？足。 あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。Weil es funktioniert. Na dann. Vor allem hat er vorhin gesagt, die kommen alle paar Tage. Wie lange soll ich ihn jetzt da drin ausharren? お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。 Der ist so dumm. Oh, hier ist ja keine zwei Minuten, waren sie da. Gott sei Dank, überleg mal, wenn wir drei Tage da drin warten. So Realtime-Tage, ja. Oh nein. Haben sie sein Pferd gestohlen? Oder getötet? Oh Gott. Nein, sie mögen Pferde. Aber vielleicht nur ihre eigenen. Was ist passiert? Masaka umaku ikuto wa na.
Wo bist denn du jetzt? Warte, ich guck gleich. Ha! Ja, mittendrin statt nur dabei, ne? Das ist echt erstaunlich, oder wie man hier rumkommt? Guck dir ja, das echt mal an. Guck dich lieber erstmal um, ob nicht links, rechts noch einer steht. Aber oder mach einfach, was du denkst. Ich mach einfach. Okay. Der Rot. Okay. Okay. Das sind zwei, links wäre einer. Das andere sind Sklaven oder sowas, ja. Der Mund bei Starsla, Orchin! Ein Wunder, dass man nicht auffällt, so wie die schreien, ne? Ich würde wieder zwischen die Kisten gehen. Oh, 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 oh. Okay, jetzt sind sie wieder alle da. Die ganze Family. Ganz schön heftig, ne? Die haben mich jetzt überrascht von hinten. Ja, ja. Also wenn das so viele sind, hast du eigentlich keine Chance. Mhm. Wie machen wir das jetzt am besten? In Bewegung bleiben, würde ich sagen. Okay. Vielleicht zuerst den Schildträger erledigen, während der am Wasser steht. Was hältst du davon? Um eine andere Herangehensweise? Ich probier's mal nochmal so mit dem zuerst. Okay. Dann aber direkt zum Schildträger, würde ich sagen. Das ist kein Schildträger, aber ich. Ist in Ordnung. Gehen wir ins Gras? Oh ja, da ist ja Gras. Okay. Ah, das wird auffallen. Da würde ich jetzt mal Pferdestall. Der da geht nach links rüber. Das könnte funktionieren. Der Mund bei Starsla, Orchin! Gucken wir jetzt da. Ja. Was ist denn hier? Warum kann ich jetzt nicht? Das war jetzt dumm. Ja, das war jetzt dumm. Warum konnte ich jetzt nicht? Ja, so ein Sprungattentat wäre jetzt nicht schlecht gewesen, ne? Das sehe ich nicht, warum das nicht geht. Geht wahrscheinlich erst auf einer gewissen Höhe. Lass mich doch jetzt. Sehr schön. Das sieht jetzt mal gar nicht. Warte mal. Mach mal ein Dingsbums. Genau. Oh nein, es kommen mehr. Aber egal, du bist ja im hohen Gras. Du bist ja jetzt, also die wissen ja nicht, wo du bist. Mit den Gefangenen. Da ist noch einer, guck mal da. Was? Alle weg? Die waren ja halt einfach anders verteilt, sodass ich sie mir einen nach dem anderen. Aber wenn sie so in einem Kreis um dich rumstehen, dann hast du keine Chance. Ja, das also das möchte ich mal sehen. Oh, der hatte doch eigentlich gerade nochmal seine Puste da benutzt. Jetzt müssten doch eigentlich nochmal. Müsste doch eigentlich nochmal Nachschub kommen an Leute. Dumm. Saufendes Stück Affendumm. Wake o hanase. もうこに食い物を売ると言って、藁と木くずをやってみたんです。儲けるため。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは思っていたより。村の門が捕まって食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚き付けたのが間違いか。
いや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。 Oh Mann, ey. Wie sollte man ein Pass sperren und dann hinaus aufs Meer? Ja, paar Tage. Eieiei. Heide, nein. Das ist ja einer. Der macht Sachen hier. Und dann wundert er sich, wenn es schief geht. Und die Legende wächst. Wir sind bald Endgame. Ja. Wow. Schatten-Samurai. Ich möchte eine andere Rüstung haben. Was? Ach so, Geistwaffe. Ich dachte, eine neue Haltung. So, Windglocke. Aufmerksamkeit des Gegners auf dich zu lenken. Aber ganz ehrlich... Das wollen wir doch gar nicht. Ja, eben. Hallo? Griff mit L und R1. Eine mit Pech bedeckte Bombe, die an deinem Gegner haftet, bevor sie explodiert. Also darf ich kurz was sagen zu dieser Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Vielleicht kommt noch die eine oder andere Stelle, wo man das machen muss, bevor vielleicht jemand getötet wird. Von dem wir nicht wollen, dass er getötet wird. Ja. Nur so eine Idee. Oh, müsste man ausprobieren, ja? So. モーコに殺されずに済んでよかったな。すまなかった。助けになれないで。助けだと? コメ食って喉詰まらせろ。またよけいなこと言ってしまった。では達者で体に火をつけてモーコの火薬に飛び込め。 Jetzt wird es natürlich langsam kompliziert mit den ganzen Waffen, die wir hier haben. Rauchbombe, deswegen habe ich die Rauchbombe noch nie gesehen. Ich finde es ja jetzt schon kompliziert. So, am liebsten würde ich ihn begleiten, um einfach zu gucken, was der so macht die ganze Zeit. Ja, so ein Shenmue-mäßiger Tagesablauf. Ja, nee, jetzt hat sich erledigt. Es würde es sich fast anbieten, also wir haben ja noch so 20 Minütchen, wir könnten eigentlich fast zur Hauptmission gehen. Beziehungsweise im Tempel wartet ein Geschenk auf uns. Ja, und wir können uns aufrüsten. Schade, ich dachte, wir könnten die anderen Kenji-Missionen auch gleich machen. Und sieht mal nicht so aus. Ja, machen wir ja. Wir haben noch Zeit. Das ist nicht so weit, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Weil ich ehrlich gesagt diese Befreiungsmission nicht so toll finde. Also ich finde, ja, da hätten vielleicht 2-3 pro Gebiet gereicht, aber nicht so viele. Es sind jetzt ja über 20 hier in dem ersten Abschnitt. Die machen wir auf keinen Fall alle. Nee, denke ich auch nicht. Aber es bietet sich natürlich auf einer besetzten Insel an, dass man Sachen befreit, ne? Ja, natürlich. Klar, das macht irgendwo Sinn, aber es ist halt auch immer das Gleiche. Ja. Hingehen, kämpfen, fertig. Was war das? Waren Pfeile. Symbolisches Gebiet. Ah, da würde ich mich jetzt wieder anschleichen. Da oben ist ein Turm. In den Turm musste. Das hier? Ein Häuschen. Darf ich das probieren? Moment, lass mich mal nur mal reingehen. Wo ist da ein Turm? Ah, da ist vielleicht doch die Baumkrone irgendwie. Da war... Was ist denn da passiert? Oh. Oh mein Gott! Was? Die hängen hier nur so rum. Das ist ja mal interessant. Eine interessante Konstruktion. Mhm. Alter Falter. Soll wohl abschreckend wirken. Ja, das tut es auch, ehrlich gesagt. So viel Spaß? Ja. Also das ist schon die... Bock des Kämpfen, ne? Ja, natürlich. Also manchmal verliert man, dann probiert man es nochmal, aber es macht schon Bock. Also es sind insgesamt... Den könnte ich jetzt sogar per Attentat... Dann bist du halt mit einem Geschehen. Dann bin ich wieder mittendrin statt nur dabei und ich will eigentlich nur dabei sein. Also wenn wir genug Pfeile hätten, könnten wir wirklich von oben eigentlich alle ausschalten. Oder weitestgehend alle. Viele. 8 Pfeile. Immer ein bisschen auf den Kopf ziehen. So, die dürften jetzt gleich zu mir kommen, so wie es aussieht, ne? Das war jemand mit einem Schild, glaube ich. Okay, die pusten schon wieder. Da ist er. Hat er ein Schild? Keine Ahnung, aber wenn du dich anschleichst, kannst du mit Viereck Attentat machen. Ja, das stimmt. Oh.
Autsche Bautsche. Da kommt der nächste. Ja. Der hat Speer. Der ist oben. Aber der bewegt sich jetzt nicht von dort weg. Kannst ihn von hier aus mit dem Pfeil locker treffen und auf den Kopf schießen. Geht's nicht mehr. Jetzt wird's schwierig, jetzt bewegt er sich. Da, was war da? Da ist wieder ein Hund, glaube ich. Nein. Ein Bär! Ein Bär? Was ist der denn hier? Lassen wir den Bär einfach mal seines Amtes walten. Das wollte ich. Sind die Bär gekommen, die haben den umgebracht. So. Noch einmal Himmelsschlag. Hörst du? Ja. Super. Ich war so ein Himmelsstand da oben. Das ist der Bär da vorne, oder? Ja. Okay, den wollen wir jetzt nicht unbedingt verärgern. Aber loote den mal, wenn es geht. Den Bären. Den Bären looten. Ja, natürlich, fürs Fell. Ja, der lebt doch noch, oder? Nee, das ist jemand. Das ist doch auch ein Bär. Da liegt doch der tote Bär daneben und kommt gerade vorbei. Ach du Schande. Oh, da kommt noch was auf uns zu, habe ich das Gefühl. Okay. Das werden wir nicht schaffen. Das sah aus der Ferne aus wie der Umrisse eines Bären. Da liegt ja doch der Bär. Kann man den übersehen? Ich übersehe ihn die ganze Zeit. Wo ist hier ein Bär? Ist doch egal. Ach, jener Bär. Das könnte vielleicht der Bär sein. Ja. Aber der ist aber klein für einen Bär. Trotzdem interessant, dass er hier mitten im Geschehen einfach so auftaucht und ja, unsere Feinde angreift. Ist sein Wald, ne? So. Genau, das ist freigeschaltet. Oh. Ein Fragezeichen. Ich würde sagen, erstmal gehen wir jetzt in den Tempel, wie wir es vorhatten. Ja, genau. Laden alles auf und dann planen wir unsere Reise hier hin. Wir könnten theoretisch, ja genau, von hier aus könnten wir eigentlich hierher kommen. Ah. Mal Tempel, da liegt ja auch ein Geschenk rum. Mach mal Tempel. Hast du, hast du den echt nicht gesehen? Ich habe diesen Bären nicht gesehen. Ne? So. Aha. Ah, die will ganz schön viel dafür, 450. Mata koyo. Hat schon erledigt. Nein, ich guck grad noch. Hm? Wir können höchstens ein, vielleicht zwei Upgrades machen, die sind mittlerweile richtig teuer geworden. Mhm. Eine Maske. Und nochmal was? Was war das? Geschenk? Fünfmal Stahl. So, wo waren die anderen wieder? Ich würde tatsächlich erstmal unsere Waffen aufrüsten. Ja. Und dann entscheiden, ob wir Bogen oder Rüstung machen. Ja, die Rüstung ist ja echt witzig dafür, dass sie. Das ist Rüstung, wo ist die Waffe? Dafür, dass die Pfeile abgehalten haben soll. Wo ist die Waffe? Welche Waffe denn? Das ist die Rüstungsschmiedin hier, ne? Wo ist denn jetzt die Waffenfrau? Ich glaube. Ne, das ist Rüstung, glaube ich, ne? Nee, doch. Naja, schon ein Stückchen, sage ich mal. Wie viel ist jetzt? Wie viel ist jetzt? Na, das hier. Oh, schon ein bisschen mehr, ja. Schon einiges. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall. Und man kann aber keine Stufe überspringen, oder? Und gleich eine nächste höhere machen. Nee. Das wäre doch schön. Ja, du, wenn man das Material dabei hätte. Theoretisch. Ui, da fehlt uns aber einiges an Eisen. Dann würde ich jetzt zur Rüstung gehen. Ja. Letztes Mal haben wir den Bogen aufgewertet und ich glaube die Rüstung nicht. Deswegen würde ich jetzt die Rüstung machen. Mhm. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Rüstung. Ach, Samurai, je.
Tadayori, das ist die, für die wir so hart gearbeitet haben. Ja, und die nicht halb so gut ist, wie sie uns beschrieben wurde. Dieser Stofffetzen hier. Ich weiß. Das heißt für Pfeilkämpfer, wie halt die Bogenschützen. Ja. Das ist halt die Frage, wie wir uns spezialisieren wollen. Das ist für Bogenschützen, diese Rüstung. Damit können wir schneller nachladen. Samurai ist natürlich für Gesundheit. Ronin-Kleidung. Nahkampfschaden. Und Tracht des Reisenden, das war Reisen lichtet den Nebel des Krieges auf der Karte. Was sollen wir machen? Ohne? Schwierig. Also ich wäre fast für die Samurai-Rüstung. Müssen wir sie aber auch wieder anziehen, sonst hat es keinen Sinn. Wir sind ja auch ein Samurai. Von dem her macht es ja Sinn. Fetzt. Ich könnte mal zur Bogenfrau laufen, aber ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr genug Geld. Hat also vielleicht keine Sinn mehr. Und langsam kann ich es mir merken. Ja, wir waren auch lange nicht mehr hier. Nein. Schade. So, was steht jetzt an? Wir wollten Schnellreise machen. Könnten auch hier so lange dabei. Könnten wir auch machen. Also 5 Minütchen zum Reiten hätten wir noch in diesem Video. Dann würden wir allerdings diese Mission in dem Video nicht mehr anfangen. Nö. Okay, dann reiten wir auf jener Kuh. Nein. Das wäre schön. Ich kann mir schon vorstellen, wie die dann in ruhigstem Tempo da durch die Lande marschiert und du kommst nicht am Ziel an. Ich komme auch so nicht ans Ziel an. Das will ich so nicht sagen. Ja, wenig. Es ist schon viel zu tun. Stand nicht vorher da, die Tracht des Reisenden lichtet den Nebel des Krieges? Ja, aber wir haben ja uns gegen diese Tracht entschieden, weil du sagst... Ach so, das heißt, wenn wir die Rüstung anhaben, dann lichten wir den Nebel gar nicht. Ja, nicht so sehr. Siehst du, wie wir das lichten? Ein bisschen. Naja, es reicht. Bisschen hops hops. Meinst du, das liegt an der Rüstung? Ja. Die ja ein bisschen schwerer ist als die anderen Gewänder. Nein. Also ich mache das wirklich gerne. Ja. Über den schönen Wald. Magst du mal hier runterspringen und testen, ob das mit dem, vielleicht später. Oh, ich hab dich so lieb, du kleiner süßer Wutzel. Guck mal. Ja, ist ein Fuchs, ne? Hä? Hat er gerade Angst gehabt? Nein. Der hat dich lieb. Keine Ahnung. Oh, was war hier mal? Ich meine, hier sind wir schon mal drüber geritten, ja. Genau, also wir sind auf jeden Fall in der Nähe. Wildschweinchen! Oh, ja. Die verfolgen uns jetzt und wollen das Pferd reißen. Könnten sie das tun? Ach, bestimmt. Haben ja Reißzähne. Nur halt unten. Hier scheint es aber ziemlich steil runter zu gehen. Ui, hier ist auch was passiert. Tschüss. Okay. Und dann gehen wir jetzt hier noch runter. Ja.
Okay, war jetzt nur der Hund hier? Mugoina, Moko ga hi o hanatta ka. Okay. Okay. Hä, wo ist jetzt die Mission hin? Was ist jetzt hier los? Hä? Lager der Überlebenden? Warum sind die jetzt goldig? Das frage ich mich gerade auch. Fallenstelle deswegen, weil wir da was machen können beim Fallenstelle. Verfügbare Verbesserung, ja, da gucken wir mal. Dachte ich schon, wir müssen anstelle... Upsa. Also hier hätte ich das probieren können. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vögelchen. Nicht den Vogel folgen bitte diesmal. Bitte nicht dem Vogel folgen diesmal. Aber er führt mich doch bestimmt zu der Mission. Ach so. Mann. Großer, ich bring dich um. Noch einer. Das ist furchtbar. Aber sie wollen nicht essen. Ja, ich wollte. Es scheint mehrere davon hier zu geben. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ohne Witz. Das ist ein seltsamer Ort. Ist hier ein Vogel? Da ist die Schmiedekopf. Und es ist mongolisches Gebiet. Das heißt, wir müssen hier ein kleines bisschen rummetzeln. Gegebenenfalls. Ist das doch das Ding? Ne? Also gut. Ich würde sagen, metzeln tun wir im nächsten Video, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Dann verweilen wir an dieser Stelle mal hier. Ein schöner Punkt für das Ende des Videos. Es geht exakt hier im nächsten weiter. Und dann sehen wir mal, was sich hier so kleinschnetzeln lässt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Dann bis dann und tschüss. Tschüss.